Wir hatten recht, Campbell. Rommel hat es auf Kasserin abgesehen. Noch schlimmer ist, dass er Panzer der italienischen Division Ariete mobilisiert hat. Schauen Sie sich den Stadtplan an. Es gibt 4 Einfallswege. Es müssen also gleich 4 Punkte verteidigt werden. Ist das möglich? Ich denke schon, wenn ich die Panzerabwehrgeschütze klug platziere. Ausgezeichnet. Ich werde Sie mit Lageinformationen versorgen. Major, Sie sollten sich mit den Verteidigungsstellungen beeilen. Der Angriff steht kurz bevor. Ein Aufklärungsflugzeug ist unterwegs. Nutzen Sie die Reichweite dieser Panzerabwehrgeschütze voll aus, Major. Wenn Sie mehrere Ziele ins Visier nehmen können, steigen unsere Chancen erheblich. Was ist mit der Infanterie, Sir? Die Jungs haben keine Panzerabwehrwaffen. Sie müssen eben in Bewegung bleiben, Kowalski, und unsere Waffen vor der feindlichen Infanterie schützen. Major, unser Aufklärungsflugzeug befindet sich über Ihnen. So, hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur 3. Folge von Russ. Das Intro zur neuen Mission habt ihr jetzt gesehen, habe ich mal meine Klappe gehalten. Wir müssen Kasserin verteidigen. Wir haben dazu, glaube ich, 4 oder 5 Panzerabwehrgeschütze und auch noch ein bisschen Infanterie. Das ist natürlich jetzt nicht allzu viel. Und wir müssen die jetzt so positionieren, ja, dass die Reichweite, wie gesagt, voll ausgenutzt wird. Die stehen eigentlich schon ganz gut. Feindbewegung südlich ihrer Position ausgemacht. Ja, wo ist denn Süden? Wo ist Süden? Meinen die das hier? Das ist echt ein bisschen tricky. Achtung, feindliche Flugzeuge im Anflug. Das sind keine guten Nachrichten. Ja, Flugzeuge sind blöd. Die fliegen... unser Grasshopper ist abgeschossen worden. Die haben unseren Aufklärer abgeschossen, die Säcke. Verdammt! Wir haben den Aufklärer verloren. Jetzt sind wir blind. Ja, aber nicht taub. Dank ein paar Genies an einem Ort namens Bletchley Park können wir ihre Funksprüche dekodieren. Also, wir können sie abhören? Und warum zum Teufel haben wir das nicht schon vor Tagen gemacht? Ich hätte sicher nichts dagegen gehabt. Aber... zumindest kennen wir jetzt immer die aktuellen deutschen Befehle. Das gibt uns einen Vorteil. Und wie funktioniert es? Sie wählen die Zone, die Sie abhören wollen. Ich suche die Frequenz und aktiviere das System. Also, mal sehen, ob es funktioniert. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, was Russ auch noch ausmacht, und zwar diese Perks, die man ab und zu bekommt, oder diese Möglichkeiten, Sachen freizuschalten für eine gewisse Zeit. Dazu gehört jetzt als allererstes dieses Spion-Ding oder dieses Abhören der Funksprüche. Spion ist, glaube ich, noch was anderes. Genau, es sind Listen, also nicht Listen im Sinne von eine Liste, wo was draufsteht, sondern eine List, die man einsetzen kann. Da gibt es also wirklich verschiedene Sachen. Und die erste, die wir einsetzen können, ist, ist hier das Dekodieren. Damit können wir auf diesen Gebieten halt Sachen aktivieren. Und jetzt wissen wir für 5 Minuten, wie die Befehle in diesem Sektor sind. Sehr gut, Major. Jetzt können wir die Bewegungen der Feinde vorhersehen. Denken Sie auch daran, Ihre Kommunikation anzuzapfen, Major. Ohne diese Dekodierungen und Übersicht über Ihre Bewegungen müssen wir uns zurückziehen. Achtung, Major. Die Division Ariete hat Befehl, von Süden her anzugreifen. Ah, das ist also Süden. Das wissen wir jetzt. Dann positionieren wir hier doch mal 3 von den Panzerabwehrgeschützen, sodass die auch wirken können. Ich hoffe natürlich nicht, dass die gegnerische Artillerie jetzt eines der Packgeschütze trifft. Das wäre natürlich nicht so geil. Hier kommt auch permanent Artilleriebeschuss. Die hier drüben auch. Also wir werden eigentlich von allen Seiten beschossen. Die
Die Infanterie haben wir ja gebündelt. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. So, da kommt der erste Panzer. Und wird auch direkt rausgenommen. Ein M11. Wir haben nur unsere Panzerabwehrgeschütze gegen ihre Panzer. Wir dürfen sie nicht verlieren. Ja, relativ schwach gegen gepanzerte Einheiten. Der ist nur gut gegen Infanterie. Wir sehen, dass wenn wir rauszoomen, das Ganze ist eigentlich auf einer Art Schachbrett oder auf einer Strategiekarte. Wir sehen hier also den Raum, wo die stehen. Ich bin im Prinzip der General oder der Major, der hier gerade die Einheiten einfach nur auf der Strategiekarte befehligt. So ist das Prinzip. Sie werden vom Westen her angreifen, Sir. Okay, dann verlegen wir mal hierhin noch die letzte Pack. Hier müssen wir aufpassen, da kommen noch drei Panzer. Das sieht mir eher aus wie Infanterie. Da schicken wir mal unsere Infanterie drauf. Damit wir die abwehren, bevor die unsere Pack verlegen die mal beide. Außerhalb der Reichweite der Infanterie. Feindliche Infanterie. Achtung, Jungs. Nutzen Sie die Infanterie zum Schutz der Panzerabwehrgeschütze. So, genau, das machen wir jetzt auch. Und die Artillerie schießt sich ja echt langsam ein. Okay, Rückzug. Und hier kommen immer noch Panzer von Süden. Und hier oben sieht man, dass die List noch, wie lange, wenn man rauszoomt, sieht man es, glaube ich, noch 1 Minute 50 läuft. Hier unten wird auch gekämpft. Die Deutschen interessieren sich gerade nicht für uns. Wir sind also nur mit den Italienern beschäftigt. Und im Moment können wir die ganze Sache noch relativ gut halten. Das war fast ein Volltreffer. Wie lange müssen wir das denn halten? Alle Panzerabwehrgeschütze müssen überleben. Kasserien halten. Steht leider nicht da, wie lange. Höchstwahrscheinlich bis... Was ist denn hier drüben los? Da werden die Italiener von hinten angegriffen. Da kriegen wir also Support gleich. Das heißt, diese Flanke hier wird nicht mehr lange angegriffen werden. Hier kommen jetzt die nächsten. Stellen wir also hier mal die anderen Packs hin. Und wenn hier dann die Panzer durch sind. Ich denke mal, das werden die letzten sein. Genau. Und dann stellen wir hier noch einen Pack hin. Kann sich die eine schon zurückziehen. Der andere Panzer wird gleich Geschichte sein. Okay, perfekt. Gut, jetzt kommen die hier. Ja. Relativ entspannt. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir den Zeitpunkt abfassen, wo die Panzer zerstört sind und wir auf die Pack, auf die Infanterie gehen müssen. Denn die Pack kann nicht gegen die Infanterie kämpfen. Und das wird dann relativ schnell eklig. Da müssen wir die also dann zurückziehen. Die Infanterie ziehen wir schon mal ein Stück weit vor. Italienische Panzer nähern sich von Osten. Okay. Nehmen Sie eine Verteidigungsstellung ein, Major. Auf freiem Feld massakrieren Sie uns. Ja, kein Problem. Schicken wir eine Pack dorthin. Oder besser gesagt, also beide. Okay, und jetzt geht's hier gegen die Infanterie. Ausgezeichnete Arbeit, Major. So. Die Stellungen haben alle standgehalten. Das sieht doch gut aus. Gegen den haben wir auch ganz gute Chancen. Ja, das sind jetzt die Infanterieeinheiten. Ne, ich würde gerne nur eine Einheit auswählen. Du, stell dich mal bitte hier hin. Du, zieh dich mal zurück. Wie viel kommen von dort? Keine mehr. Dann bitte ein Packgeschütz auch hier an den Ortseingang, bitte. Und jetzt hoffentlich können wir die Panzer hier aufhalten. Das sieht ganz gut aus. Okay, das ist perfekt. Das läuft. Wie viel kommt von hier? Einer. Das können wir auf jeden Fall halten. Dann stellen wir mal hier noch einen Pack hin. Okay. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Was kommt hier? Kriegen wir Support?
Fallschirmjäger? Die Amerikaner denkt ja wirklich an alles. Sehr nice. Da kriegen wir also nochmal Infanterie-Support. Finde ich schön. Ist die List hier noch aktiv? Nein. Ich würde sagen, dann aktivieren wir sie einfach nochmal. Meldung. Einheit steht unter Anhalt der Beschuss. Achtung, Sir. Sie schicken jetzt Infanterie- und Panzereinheiten. Und das wird die 2. Und das die 1. Wo kommen denn jetzt Infanterie und... Ah, hier, okay. Okay, da gehen wir auf den mit unserem Fallschirmjägern drauf. Und hier müssen wir uns... Ein Panzerverband der 21. rückt von Norden her auf Kasserin vor. Norden müsste dann hier sein. Ja. Wir sind unterwegs. Sehr schön, das funktioniert auch. So, perfekt. Von hier kommt jetzt erstmal nichts weiter, das ist gut. Und hier kommen ein paar dickere Panzer. Das müssen Panzer 3 sein, ja. Aber die werden auch schon... Oh, die sind auch schon raus. Sehr gut. Dann hier hin. Und du darüber auf die Panzer. Alles unter Kontrolle noch. Gut gemacht, Major. Bis jetzt ist kein feindlicher Angriff durchgekommen. Aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Oh, nee. Das war noch keine gute Entscheidung. So, haben wir denn jetzt hier... Stell dich mal dorthin. Ich glaube, gegen die italienischen Panzer reicht wirklich eine Pack, zumindest wenn das nicht zu viele werden. Hier müssen wir jetzt wirklich ganz knapp die Infanterie abfangen und dann sofort mit der Pack auf die Panzer schießen. Ich hoffe, die Taktik geht auf. Nee, das mache ich mal lieber nicht. So, jetzt hier drauf. Und die Pack schießt auch schon auf die Panzer. Oh, ne, ist raus. Okay, dann ziehen wir uns hier zurück. Gucken mal, wie es an den Fronten so aussieht. Da kommt noch ein Panzer, das ist okay. Hier, du zurückziehen, Kollege, zurückziehen. Okay. Von hier sollten wir jetzt auch gleich Ruhe haben. Was noch ein bisschen nervig ist, ist diese Artillerie hier. Warum ziehen die sich nicht zurück? Ich glaube, die verlieren wir jetzt. Wenn der Panzer 4 jetzt hier nicht schnell raus... Der Panzer 4 nähert sich. Gut aufpassen, Major. Oh, oh. Das ist eine gefährliche neue Sorte. Ja, Panzer 4 sind schon ein bisschen böser. Aber auch den haben wir rausgenommen und wir haben alle Panzerabwehrgeschütze behalten. Die Deutschen ziehen sich zurück. Uiuiuiui. Und wir haben keine Panzerabwehrgeschütze verloren. Fabelhafte Leistung, Major. Die werden wir bestimmt noch brauchen in einer nächsten Mission. Und da haben wir es auch geschafft. Mission Nummer 3 erfüllt. Sehr, sehr schön. War eine Verteidigungsmission. So ein bisschen, wie heißen denn diese Spieler? Tower Defense mäßig, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Däumchen nach oben da. Also mir macht das Spiel auch schon wieder sehr viel Spaß. Ich habe richtig Bock, es weiter zu spielen. Und ich denke immer noch, dass wir weiter auf der Karte bleiben. Wir werden uns jetzt Schritt für Schritt gegen die Deutschen wieder vorarbeiten. Oder sagen wir mal, gegen das Dritte Reich oder wie man es auch immer nennen will. Italiener sind ja auch dabei. Und ja, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Russ oder Ruth wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.